Dejan, gratuliere zum Heimsieg. Wie schaut deine Analyse heute aus? Dankeschön erstmals. Also, wir wollten unbedingt die 3 Punkte holen gegen Wattens. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Wattens hat gar keine Chance gehabt. In der ersten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir sehr gut gespielt. Die zweite Halbzeit war spielerisch nicht so wie in der ersten Halbzeit, aber wir sind glücklich, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Wie wichtig war es, nach 3 sieglosen Spielen endlich wieder mit 3 Punkten anzuschreiben? Ja, enorm wichtig, weil die hinten in der Tabelle kommen nach und wir wollten unbedingt heute die 3 Punkte und jetzt fokussieren wir sich auf Mittwoch, da mal wieder WSG. Du hast es angesprochen, Mittwoch geht es gleich wieder, dann nach Innsbruck. Was für ein Spiel erwartest du dann? Gleich wie heute oder doch anders? Das gleiche Spiel, glaube ich. Ja, also es wird ein gleiches Spiel. Ich glaube, der WSG-Trainer wird was verändern, weil wir heute 4-0 gewonnen haben, aber wir müssen auf uns schauen. Herzi, gratuliere zum 14-0 Heimsieg gegen Tirol. Wie schaut deine Analyse heute aus? Es war ein schwieriges Spiel. WSG ist eine sehr gute Mannschaft. Wir haben eine sehr gute Partie hingelegt und haben verdient in der Höhe gewonnen. In den letzten 10 Minuten ist richtig rund gegangen. 3 Tore für Rapid noch, 2-mal Jussi, 1-mal du. Auf sehr schöne Art und Weise. Wie hast du diese Szene erlebt? Ja, sehr schön rausgespielte Tore, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass wir in der Höhe gewonnen haben. Wie gesagt, wer die Tore schießt, ist egal, Hauptsache wir gewinnen. Am Mittwoch geht es schon wieder gegen Tirol. Glaubst du, wird das ein ähnliches Spiel wie heute oder doch etwas ganz anderes dann in Innsbruck? Ja, in Innsbruck gibt es immer schwierige Spiele und wir schauen einfach, dass wir gut spielen und wieder die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Wie wichtig war es heute nach 3 Spielen ohne Sieg wieder 3 Punkte einzufahren? Sehr wichtig. Wir haben meiner Meinung nach auch gut gespielt, aber haben uns nicht belohnt und heute haben wir uns dafür belohnt, haben verdient 4-0 gewonnen und jetzt sind wir glücklich, aber wir müssen uns fokussieren auf Mittwoch jetzt. Richie, gratuliere zum 4-0 Heimsieg. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich denke, über weite Phasen war es fast ausgeglichen. Ich denke schon, dass wir mehr vom Spiel gehabt haben. Wir haben auch erste Halbzeit, kurz vor der Halbzeit eben noch die Riesenchance gehabt zum 2-0. Aber ich denke, dafür, dass Wattens das eigentlich sehr, sehr gut macht, die ganze Saison und vor allem die letzten Wochen, denke ich, sind wir defensiv sehr, sehr gut gestanden, haben fast nichts zulassen eben und ja, dann auch verdient gewonnen. Gut hat's getan, jetzt nach den 3 Spielen, wo man nicht 3 Punkte holen konnte, heute wieder voll anzuschreiben? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Also ich denke auch die Leistungen, also gerade jetzt gegen LASK im Kämpferischen und im Einsatz war schon sehr gut. Aber natürlich, ich denke gerade im Meisterplayoff sind alle Mannschaften richtig gut, sind eben nicht ohne Grund da im Meisterplayoff und deswegen ist es sehr, sehr eng, aber wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte.